Und dann machen wir noch, alle guten Dinge sind nämlich drei. Da haben wir auch schon einen Begrüßer. So, wann fehlen denn die Begrüßer? Das müssen wir jetzt eben einmal rausfinden. Begrüßer. Donnerstag bis 20 Uhr. Das heißt, du fängst um 12 Uhr an. Und um 20 Uhr ist Feierabend. Dann hast du hier Pause. Arbeitest den ganzen Tag als Begrüßer. Und ich schätze mal, du arbeitest in dieser Schicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Genau, das war die richtige Schicht. So, Philipp. Artikelhandhabung brauche ich aber leider gerade keinen. Das heißt, da wirst du nicht arbeiten. Kannst du Kasse auch? Sicherheit, guck mal hier, Sicherheit. Mach mal, guck mal hier, Sicherheit. Wie wär's mit Sicherheit? Hm? Da könntest du Donnerstag abends spät. Ist doch eigentlich ganz nett, ja? Boah, leg mal, du fängst erst um 13 Uhr an, kannst jeden Morgen ausschlafen, den du bei mir arbeitest. Bist du auch um 17 Uhr bitte da? Du machst den ganzen Tag wunderbare Sicherheit. Und da du Donnerstag da bist, bist du an diesen Tagen dann eben nicht da. So, was kannst du? Marketing. Brauche ich aber, glaube ich, auch ganz dringend, ne? Ja, dann machst du Donnerstag die zweite Schicht Marketing direkt. Von 11 bis 19 Uhr. Dann machst du Pause um 15 Uhr. Dann arbeitest du den ganzen Tag im Marketing. So, und da du auch Donnerstag da bist, arbeitest du wohl auch nur an diesen Tagen. So, jetzt habe ich 21.000. Macht er gerade im Moment plus, aber ich muss das hier noch nachbestellen. Ne? Zack. Ja, läuft so erstmal. Obwohl, warte mal, nee, noch nicht beginnen, weil der Laden ist ja fertig. Auch mit den Artikeln, ne? Dann können wir bei denen eigentlich, können wir ja in denen dann so total toll immer diese Anzeigen machen, ne? So 4 Tage oder so. Das wäre ja nicht das Ding, oder? Weil bei denen passiert doch jetzt sowieso erstmal nichts mehr. Also, und diese 400 sind, glaube ich, sinnvoll investiert. Wie gesagt, Mitarbeiter kommen sowieso und in jedem fertigen Laden, da passiert ja nichts mehr. Sollten wir eigentlich dauerhaft Werbung schalten können. Ja, das ist jetzt, weil der hier so viel nachbezahlt hat. Deshalb war das Fett Minus, aber das ist okay. So, und jetzt nehmen wir von dem nämlich nochmal schön ein bisschen Geld in die Hand. Bist du Minus inzwischen? Du machst auch noch ein bisschen, machst du noch. Bei dir läuft es auch gut. Und bei dir auch richtig gut. So, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Tag hier unten.
Denn du hast auch irgendwie 10.000 und ich möchte auch rausfinden, warum du 10.000 hast. Und deshalb mal gucken. Weil irgendwie, wenn meine Läden Geld haben, ist immer irgendwas falsch. Warum haben meine Läden so viel? Ich wollte ins Hauptquartier gehen, habe ich vergessen. Ah, das war nicht smart. Aber da sind immerhin. Ja, ich weiß, warum du so viel Geld hast, ne? Weil das Mindestbestellen bei dir noch nicht ganz so da ist. Also hier fehlen auf jeden Fall noch Tablets, sehe ich. Und Konsolen, glaube ich, auch, ne? Ja. Das heißt, ich werde auf jeden Fall hier jetzt ein bisschen was bestellen noch. Und dann könnten wir hier eigentlich auch dauerhaft Werbung machen, oder? Also eigentlich sollte das doch in jedem Laden, der so weit ist wie dieser hier, sollte das doch eigentlich möglich sein, dauerhaft Werbung zu machen mit diesen Aktionen. Also immer, immer. Dass immer, wenn das abgelaufen ist, ich direkt was Neues mache. Nee, eigentlich nicht. Wie voll ist das Lager? Wie voll ist das Lager, habe ich gefragt. Passen noch 200 Artikel mehr zu. Ich möchte es bitte so haben. Okay, ich brauche noch zwei, vier. Ich brauche noch sechs Spielekonsolen. Und die Laptops erhöhen sollte kein Problem sein. Zubehör ist vollständig. Handys sind auch vollständig. Tablets sind noch nicht mal angefangen. Das ist ja auch eine Katastrophe hier, ne? Wollen wir doch mal eben gucken, ja. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Artikel möchte ich. Ich möchte in dieses Fenster. Nee, ich möchte auch eigentlich nicht dieses Fenster. Ich möchte eigentlich in dieses Fenster. Computer, Computer. Erstmal machen wir das so, ist mir auch egal. Wie teuer ist denn das jetzt hier? Das kostet schon 8000. Oh mein Gott. So gut, damit ist der Laden erstmal wieder pleite. Aber dieser Laden hat auf jeden Fall die Mitarbeiter alle schon. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt habe ich schon mal die Regale gefüllt mit dem, was ich sowieso schon hier verkaufe. Ich und das Technikkonzept, ne? Wir werden einfach keine Freunde. Habe ich nicht eben
schon ausgepackt. Die Nachricht kommt ein bisschen spät. Ich weiß, dass du fertig bist, weil ich habe das nämlich schon alles ausgepackt. So. Jetzt fehlen noch Tablets und PCs. In diesem Laden. Die werden wir früher oder später auch noch hinbekommen. Also der kleine Artrox-Laden braucht das Geld auch, nicht wie der große. Der kleine braucht das noch. Also im kleinen lasse ich jetzt auch mal das Geld dann drin. Dann kann ich nämlich... Ja, das Unternehmen mit den großen Läden relativ entspannt führen. Und das passt schon. Wenn das hier dann mal voll ist, das weiß ich nicht, aber das kommt noch. Ganz sicher wird dieser Zeitpunkt kommen, wo ich hier dann auch mal endlich alles voll habe in diesem Laden. Ich würde dann aber jetzt im nächsten Schritt erstmal nochmal aus den drei großen Läden jeweils 10.000 rausziehen, wenn das schon geht. Und dann dem kleinen, also dem jetzt noch, den wir gerade heute, wir schon am Ausbauen sind, dem kleinen Laden nochmal 20.000 geben, sodass wir dem auch die maximale Größe verleihen und dann Sachen bestellen können für den. Also dass wir da auch Waren reinbekommen und dann macht der auch relativ schnell Plus, weil die Konzepte funktionieren ja. Und ich muss in dem, obwohl die Tische müssen nicht zwangsläufig weiter nach vorne in dem anderen, ne? Oder müssen sie? Nee, ich glaube, die sind auch hier so. Das passt schon. Das muss ja auch nicht auf den Millimeter genau abgestimmt sein, alles. Nö, eigentlich nicht. Und es sind drei Lautsprechertische. Dann kommt der Routertisch und dann kommen erst die Drucker. Hey, have a minute. Thank you. Da. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich bin mit unseren Läden echt happy. Wir haben echt krass viel Fortschritt gemacht. Und eigentlich brauchen die Läden das Geld ja auch gar nicht. Weil ich ja immer sofort danach bestelle. Und das die Unternehmenssteuer geht ja erst weg, nachdem ich bestellt habe, ne? Weil dann könnte ich das nämlich noch höher setzen sogar. Im Moment sind es ja 50%, aber das ist ja dann Quatsch. Weil, bis auf in diesem Laden, was ich ja zugeben muss, brauche ich das Geld ja eigentlich in den Läden nicht. So, und wenn ich mal einen Laden irgendwie finanziell unterstützen will, kann ich dem ja dann das Geld sowieso überweisen, oder? Also... Der Geldbetrag an sich bleibt doch der gleiche und wenn ich an den Läden nichts mehr ändere, und jetzt habe ich ja die meisten Großbaustellen sind ja jetzt erstmal dicht, glaube ich, ne? Also ich glaube nämlich schon, also dieser Laden ist natürlich noch eine Baustelle, weil hier fehlen noch Artikel eigentlich, aber ja, eigentlich auch nicht, ne? Also ich würde sagen, hier können wir auf jeden Fall schon in die werbetreibende Phase gehen. Und dann macht der auch mehr Gewinn, der Laden. Kann man das nicht rein theoretisch einfach immer machen? Also ich meine, worauf warte ich denn eigentlich? Weil dann macht der Laden doch mehr Gewinn und kann sich auch schneller selber finanzieren. Ich mache das jetzt immer, glaube ich. Wir machen jetzt einen Unternehmensumschwung hier. Wir machen immer Werbung, Leute. Immer Werbung. Weil dann verkaufen wir doch eigentlich immer mehr, oder? Also ich meine, wirklich viele Nachteile hat das doch nicht, oder? So. Also mir fällt zumindest spontan auch kein großer Nachteil ein.
So. Okay, da fühlt sich jemand krank. Katrin und Katharina. Um euch beide kümmere ich mich zuerst. Katrin möchte Melonen. Bitte. Bitte. Da war Katrin, alles Katharina hier bestimmt irgendwo. Ja, hier. Du verdienst schon 13. Mann, 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 frech hier. So, und dann noch. Janne und Christine. Janne und Christine. Christine haben wir hier. Ne, das ist Christine. Also Christina, wir haben hier. Die hätte sonst safe auch gekündigt, wenn ich der anderen einfach eine gegeben hätte. Jetzt fehlt noch Janne, ne? Larissa. Ja. Haben wir die gute doch. So, das haben wir hinzugefügt. Jetzt haben wir noch 4000. Jetzt einmal gucken, wie das hier aussieht. Verkäufer sind voll. Nein, das war alles voll. Da war bestimmt noch jemand krank, oder? Eben an der Kasse. Weil ich wollte gerade sagen, ich habe mich doch daran erinnert, dass dieser Laden eigentlich das ganze Personal schon hatte. Warum wollte ich ihn jetzt auf ihn einstellen? Das ist ja Quatsch. So, jetzt habe ich nämlich noch 4000. Ja. So, und mit den 4000 würde ich gerne anfangen, Sachen noch einzuführen, ja? Eins, zwei, drei, vier. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind schon 6. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, ja, gut. Fünf, sechs. Passt auch jetzt auf ein paar der falsche Knopf. Vier Artikel nur? Ne, vier Artikel sind zu wenig. Ich brauche noch zwei mehr.
Okay, offensichtlich brauche ich noch einen von denen dann. So, wenn ich jetzt nicht bestelle, habe ich eine Mindestbestellung von 6. Das ist genau das, was ich brauche. Elektronik, Computer, Computer. 1, 2, 3, 4, 5. Das habe ich bestimmt wieder nicht aufgepasst und das ist viel zu teuer. Immer das Gleiche. Es war so klar. Nehmen wir die mal raus und den hier auch. Den großen schwarzen nehmen wir mal raus. Und den braunen nehme ich mal raus. So, dann haben wir nämlich nur drei. Das ist nicht so gut jetzt hier. Wir lassen es erstmal so. Der Laden braucht erstmal Kohle. Auch gut. Ja, aber da wir ja jetzt hier in diesem Land das auch machen, einfach. Jetzt in die Dauerwerbung auch einfach reingehen, weil wie gesagt, ich sehe da jetzt keinen Nachteil mehr drin. Warum muss ich nicht immer so viel bestellen, damit die. Das ist schon okay. Ja, da kann ich nochmal 10.000 rausziehen. Da nicht ganz, aber fast. Ich gebe zu, ich sehe den Sinn nicht so ganz, warum ich nicht hier sage. Das ist ja schon gut hier. Aber. Ich möchte sogar 75% direkt da rein haben, weil das geht doch sowieso von allem runter, oder nicht? Und vielleicht ist es so für mich, das einfacher zu managen, was wo ist. Ich weiß es natürlich jetzt letzten Endes nicht, aber kann ja sein. Nee, das ist zu viel. So viel bitte nur. Weil so ziehe ich ja jetzt auch immer und immer wieder das ganze Geld aus den Läden, ne? Also ihr seht es ja jetzt auch. Ich bin ja jetzt hier auch dabei. Mal so ein bisschen davon. Dann nehme ich davon noch Geld. Dann hole ich davon noch Geld raus. Und das kann ich doch umgehen, wenn ich einfach direkt sage, okay, ich mache Abgaben von 75% direkt, oder? Dann hat der Laden ja prinzipiell immer noch ein bisschen was. Immer noch ein bisschen Puffer, falls mal was kommt. Und wenn ich was in den Laden reinstecken möchte, kann ich das doch machen über. Ja, hier bin ich mal vorsichtig, weil ich glaube, dass der Laden noch was braucht. Aber ich meine, ich bin ja jetzt hier auch und hole das ganze Geld da erstmal raus. So. Also warum soll ich dann nicht 75% einfach machen? Vielleicht muss ich dann weniger Geld auf Dauer da rausziehen.